Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und vorab möchte ich mich gern beim Sponsor dieser Episode bedanken. Das ist nämlich Lego sowie ihre passenden Sets zum aktuell in den Kino laufenden Blockbuster Jurassic World, ein neues Zeitalter. Dazu aber im Verlauf dieser Episode mehr und kommen wir zum ersten Thema, nämlich einer weiteren Serie aus der Welt von Game of Thrones. Als Game of Thrones damals auf HBO bzw. hierzulande auf Sky ausgestrahlt wurde, war das jede Woche ein weltweites Phänomen. Millionen Fans, die sich freuten, die neuesten Geschichten und Entwicklungen waren überall in den Trends und diesen Hype, den will man auf der einen Seite natürlich wieder erleben, weil man einfach auch als Fan wahnsinnig Spaß daran hatte. Und bis zur ersten eigenen Game of Thrones Spin-Off-Serie ist es gar nicht mehr allzu lange hin, denn Mitte August startet der House of the Dragon rund um die Targaryens, ist nun aber eine neue Serie ans Licht gekommen, denn Jon Snow bzw. Jon Schnee bekommt seine eigene Serie und darin sind ein, zwei Dinge durchaus besonders, aber an dieser Stelle möchte ich eine Spoilerwarnung aussprechen. Unterhalb dieses Videos seht ihr die verschiedenen Kapitel. Springt einfach, wenn ihr gar nicht wisst bei Game of Thrones, wie die Serie ausgegangen ist, was passiert ist, einfach weiter zum nächsten Thema, um nicht gespoilert zu werden. Dafür habt ihr jetzt 3, 2, 1 Sekunden Zeit und damit können wir jetzt über die Jon Snow-Serie sprechen, denn die wird entgegen vieler anderer Serienideen, die entstehen sollten, kein Prequel sein, sondern sich ansiedeln nach dem Ende der finalen Staffel und es geht um Jon Schnee, wie wir ihn erlebt haben nach der 8. Staffel von Game of Thrones. Inzwischen wissen wir, er ist Aegon Targaryen. Er wurde aus den Sieben Königslanden verbannt nach dem Mord an Daenerys und er befindet sich ganz weit im Norden hinter der Mauer. Auf welchem Faden er wandelt, wen er da kennenlernt, wohin er sich entwickeln wird, das wird alles wahnsinnig spannend sein und es soll also eine eigene Jon Snow Serie geben, in der vor allem auch Kit Harington zurückkehrt als Hauptdarsteller. Ich muss sagen, habe ich Bock drauf. Wie seht ihr das denn? Diese Woche wurden erste Bilder der Orks veröffentlicht und die einen Eindruck von diesen vermittelt haben aus der Die Ringe der Macht-Serie, also der Herr der Ringe-Serie, die ab dem 2. September auf Amazon Prime Video startet. Und darauf haben auch nicht wenige Leute wahnsinnig Bock. Und die ersten Bilder der Orks, die wurden auch ein bisschen belächelt im Internet. Ich persönlich muss sagen, ich finde die ehrlich gesagt ziemlich cool. Die Serie spielt ja im 2. Zeitalter. Ende des 1. Zeitalters wurden die Orks nahezu ausgerottet. Sie befinden sich also nicht in diesen militärischen Strukturen, wie wir sie aus den Herr-der-Ringe-Filmen kennen. Dementsprechend sind sie nicht so organisiert. Innerhalb der Serie soll auch das meiste an den Orks mit Masken und Prothesen entstanden sein und nicht wie bei den der Hobbit-Filmen vieles digital. Das dürfte sie natürlich viel echter und plastischer aussehen lassen. Man möchte auch visuelle Effekte nur bei großen Massenszenen, bei denen dann auf diese zurückgreifen. Und vor allem, diese Orks hier sind welche, die vom Sonnenlicht gezeichnet sind, aber gar nicht so viele Kämpfe hinter sich haben. Deswegen eben auch anders aussehen, nicht so dunkel, nicht so gezeichnet vom Morden, vom Töten, von dem Wunden, aber welche, die eben vom Wetter, vom Überlebenskampf in erster Linie ihre Narben tragen. Und dennoch gibt es auch wieder kräftige und starke Anführer als große Widersacher. Und ich mag diesen Look, ehrlich gesagt, auf den Bildern und bin auch gespannt auf Neues, weil das immer was damit zu tun hat, sich was zu trauen und sich nicht nur auf Altbewährtes zu verlassen. Und dementsprechend, ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Wie findet ihr denn diese ersten Bilder von den neuen Orks? Und wie bereits zu Beginn dieser Film-News-Folge erwähnt, möchte ich mich nun bei Lego für die Unterstützung bedanken. Ich selbst bin ja großer Jurassic-Fan und liebe Dinosaurier schon von Kindheitsbeinen an. Ein Blick auf meine eigene Lego-Wand sagt recht deutlich, dass ich gern ein paar Klemmbausteine zusammenstecke. Daher habe ich mir in aller Ruhe im Lego-Store Berlin die Sets aus der Jurassic-World-Themenwelt angeschaut und gebaut. Egal, ob der Ausbruch des T-Rex im Original Jurassic Park samt Alan Grant und seiner Fackel oder Ian Malcolm, sowie seiner Philosophie, dass das Leben immer einen Weg findet, oder aber der Transport des Pyroraptors und des Dilophosaurus für große und kleine Kinder ist da vieles dabei. Welches ist denn eigentlich euer Lieblingsdinosaurier? Für mich ist es der Triceratops, den ich schon als kleines Kind immer als einen faszinierenden Riesen empfand. Oder besser die Triceratops, denn alle Dinosaurier in Jurassic World sind ja schließlich weiblich. Und hierfür hat Lego mit dem Triceratops-Angriff auch ein passendes Set. Auch für Fans von Blue und Beta, genauso wie Flugdinosaurier-Freunde, gibt es die passenden Sets. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann viel Spaß beim Bauen mit Lego und dem Schauen von Jurassic World, ein neues Zeitalter im Kino. Und damit kommen wir zurück zu den Film-News und folgendem Thema.
Paramount Plus startet in Deutschland noch in diesem Jahr. Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Sky, Join Plus, RTL Plus und wie sie alle heißen. Es gibt genug Streaming-Anbieter. Man kann eine Menge Geld da lassen, wenn man alle diese eben im Abo zu Hause hat und regelmäßig dafür bezahlt. Fragt man sich, gibt es immer mal die Möglichkeit, alles zusammengebündelt zu haben? Hier und da gibt es ja Angebote, aber brauchen wir wirklich noch mehr? Paramount Plus wird aber starten noch dieses Jahr und zwar im Dezember. Entschuldigt bitte. Und man kann diesen Service dann für 7,99 Euro im Monat haben. Es sei denn, man hat Sky Cinema, da wird es dann kostenfrei bzw. ohne Aufpreis inkludiert sein. Und für die ein oder andere Fangruppe wird es da kein großes Drumherum geben, denn in erster Linie hat Paramount alle Rechte an Star Trek. Und überall, wo Star Trek jetzt zwar noch verlizenziert ist, dass Serien oder Filme hier und dort in Abos verfügbar sind, auf lange Sicht wird das sicherlich so sein, dass man die wieder kumuliert und dann unter dem Dach von Paramount Plus wiederfindet. Aber eben doch andere große Serien, wie aktuell den Superhit Yellowstone oder Tulsa King, die kommende Serie mit Sylvester Stallone oder eben große Marken in der Vergangenheit, sei das Sonic, Pate, Indiana Jones, Transformers, Top Gun und viele mehr. Das alles wird man dann unter dem Dach von Paramount Plus sicherlich finden und streamen können. Es gesellt sich also ein weiterer Streaming-Anbieter im Dezember dazu für 7,99 im Monat oder inkludiert in Sky Cinema. Soweit der aktuelle Stand dazu. Der neue Tarantino-Film scheint wohl zu teuer zu sein, beziehungsweise Quentin Tarantino wollte einen Film machen, in dem Django aus Django Unchained auf Zorro trifft. Er hatte dazu schon Comic-Geschichten nach dem Django Unchained-Film 2014 veröffentlicht und Sony dachte sich, warum machen wir daraus nicht einen Film? Ein Tarantino-Film ist ja schließlich sehr oft ein Erfolg und in dieser Geschichte trifft eben Django auf Zorro und gemeinsam bekämpfen sie einen Großgrundbesitzer, der alle Einwohner auf seinem Land wie Sklaven behandelt. Dafür hatte er unter anderem Jerry Carmichael, der Schauspieler, Comedian und Drehbuchautor ist mit an Bord geholt und es soll ein fabelhaftes Skript entstanden sein zwischen ein paar Joints mit Leonardo DiCaprio und hausgemachter Limonade im eigenen Kino von Tarantino in Los Angeles, soweit in einem GQ-Interview, sagt Carmichael. Und dieses Drehbuch aber zu verfilmen, soll wahnsinnig teuer sein. Er scherzte von einem Budget von 500 Millionen Dollar, das wird natürlich kein Studio stemmen und dementsprechend macht er wenig Hoffnung auf die Django-Zorro-Aufeinandertreffungsgeschichte in einem eigenen Kinofilm. Man solle nicht darauf warten, dieses Drehbuch sei so zumindest, wie es aktuell existiert, finanziell nicht umsetzbar. Chris Evans würde gern wieder Johnny the Flame spielen. Chris Evans kennt natürlich viele als Steve Rogers alias Captain America aus dem Marvel Cinematic Universe, aber nicht wenige haben vergessen, dass er vorher schon im Marvel-Universum dabei war, nämlich als Johnny the Flame, the Human Torch, beziehungsweise die menschliche Fackel bei den Fantastischen Vier Anfang der 2000er Jahre, unter anderem an der Seite von Jessica Alba. Und er sagt, er würde eigentlich gerne wieder als Johnny the Flame auftreten und in einer Marvel Cinematic Universe Welt, in dem das Multiversum existiert, wäre das doch vielleicht möglich, vor allem, wenn man die Fantastischen Vier ja integrieren möchte. Er wäre auf jeden Fall dabei, weil er sagt, dass seine Figur der menschlichen Fackel damals nicht so wirklich glänzen konnte, keine Chance hatte, Tiefe zu erlangen, aber er vor allem diese Figur viel lieber verkörpern würde, als noch einmal Cap zu spielen, weil er mit Captain America so viele wunderbare Erinnerungen verbindet und so wie es jetzt ist, nahezu perfekt ist und er nicht irgendwie noch diese Erinnerungen nachträglich zerstören möchte. Kann man ehrlicherweise auch verstehen und ich wird Chris Evans gerne auch als Johnny the Flame weitersehen wollen. Ob sich das Kevin Feige als Marvel Studios Boss wirklich traut, sei mal dahingestellt. Aber die Frage, wie findet ihr das denn? Dune 2 bekommt weiteren Starzuwachs. Hand aufs Herz, Dune 1 war einfach großartig. Die Vorlage von Frank Herbert als Buch gilt ja als unverfilmbar, auch wenn man es in der Vergangenheit versucht hat, aber für Regisseur Denis Villeneuve, der in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass der Meisterwerke auf die Leinwand bannen kann, war es ein Kindheits- und Jugendtraum. Bei den Oscars vielfach ausgezeichnet und nominiert war es vor allem im Kino visuell und auch akustisch und erzählerisch ein Genuss, sich Dune anzuschauen. Umso schöner, dass Warner Brothers das Go gegeben hat für Teil 2, um eben auch die weitere Geschichte zu erzählen. Und nun gibt es auch mehr Starzuwachs. Der erste Teil war schon sehr stargespickt und im zweiten Teil hat man neben einem Timothy Chalamet, Josh Brolin, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Zendaya oder Christopher Walken nun auch Lea Seydoux dabei. Die kennt man unter anderem aus den letzten James-Bond-Filmen, war großartig als Hauptdarstellerin in Blau ist eine warme Farbe, aber wenn man in ihre Vita schaut, sieht man da sehr viele bekannte, aber auch mal kleinere Filme und vor allem ist sie da immer wieder sehr facettenreich und deswegen ein spannender Zuwachs. Sie soll dabei die Bene Gesserit Lady Margaret verkörpern und dementsprechend in der Konstellation bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Dune 2 erwartet uns ab dem 19. Oktober kommenden Jahres, also 2023, in den deutschen Kinos.
Der Herkules-Film hat jetzt einen Regisseur. Vor gut 2 Jahren hatten die Russo-Brüder ja gesagt, sie möchten gerne einen Realfilm zu Herkules für Disney machen. Dann hatte man eine ganze Weile nichts gehört, bis jetzt. Denn jetzt gibt es einen Regisseur und das ist kein Unbekannter und auch kein Unerfahrener für Disney, nämlich kein Geringerer als Guy Ritchie. Guy Ritchie hat unter anderem gemacht Snatch, Bube, Dame, König, Gras, Revolver, Sherlock Holmes 1 und 2, den zuletzt richtig toll funktionierenden The Gentleman, den ich geliebt habe, und für Disney auch den sehr erfolgreichen Aladdin. Das heißt, sowohl in der Arbeit mit Disney kein Unerfahrener, als auch einer, der verschiedenste Tonalitäten treffen kann. Ich mochte ja selbst King Arthur von ihm und dementsprechend bin ich gespannt, was Guy Ritchie aus einem Realfilm macht bezüglich Herkules. Und beenden wir diese Folge Film News mit der kleinen Info bzw. dem Fun Fact, dass ein Red Leader X-Wing Modell aus dem Jahr 1977 von Industrial Light and Magic am vergangenen Dienstagabend versteigert wurde. Also dieses Modell wurde tatsächlich in Star Wars Episode 4 Eine neue Hoffnung verwendet und man hatte mit einem Erlös von 500.000 bis 1 Million Dollar gerechnet. Am Ende hat anscheinend ein Fan sehr tief ins Portemonnaie gegriffen und für besagtes Modell 2,375 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Das ist dann deutlich mehr als erwartet, aber das ist sicherlich auch ein rares Stück und vielleicht ist es am Ende auch einfach nur ein Investment, was in 10, 20, 30 Jahren noch viel mehr wert ist. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.